Ja, ich bin immer zu gierig, das muss ich mir schnell abgewöhnen. Das ich habe bei dir immer gedacht, Herr Fabian, jetzt komm. Drück mal rein drauf da. Beim ersten Endgegner. Der hat ein Schwertdenkmal, ne? Der ist halt ein bisschen agiler als der andere. Wenn man diese Jenny da kicken, weil die spammt die ganze Zeit. Was? Ein Gewinnspiel? Wert von 60 Euro? Wo hast du denn das her? Loot Chests. Aha, und wer bezahlt denn? Warte, ich weiß nicht, was ich kenne. Hast du die Zeige? Das ist seine Ausdauer im Arsch, ne? Ja. Okay, hat er sich völlig veräppelt. So. Also ich kann Cedric und Sean darüber sprechen, die KI sieht jetzt da lächerlich aus, aber bei den Souls-Teilen ist sie schon relativ gut. Also es gibt da wenig Gegner aus dem Anfangsgebiet, die man, finde ich, dank der dummen KI einfach mal eben schnell besiegen kann. Die sind da schon raffiniert, die haben Ausweichmanöver und auch ein Parieren teilweise. Oh, ein Schrein ist es. Oh, schon ein Schrein hier. Wer hat was nicht gesagt? Es ruckelt ja auch teilweise hier, das sieht man, ne? Das schliert manchmal so ein bisschen. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so toll, aber... Ja, das finde ich scheiße, dass es jetzt alles scheinbar auf PlayStation Pro ausgelegt ist. Das ist ja eine Verarschung, dass man sich jetzt nochmal eine leistungsstarke Konsole kaufen kann. Also, wenn man mit der VR halt, jetzt kommst du in die VR und 6 Monate später kommt dann die VR 2.0 raus. Oder? Ja. Man wäre ja nicht so schlimm mit der Pro, aber wenn jetzt alle Spiele drauf auslegen auf die Pro flüssig zu laufen, das ist ganz schön eine Verarschung. So, der nächste Kampf gegen einen Ritter. Wieder Typ Streitaxt. Und oben ist immer noch sehr gierig. Und passt gut. Ja, manchmal macht er auch schon. Manchmal macht er halt einen Doppelschlag und manchmal lässt er es. Hat jetzt die Life, ja. Ich muss bezahlen können, wenn wir einen entsprechenden PC haben. Mir wird schon eine VR reichen, aber... Ich habe keine Lust, dann nachher damit bestraft zu werden, dass dann noch immer die VR 2.0 rauskommt oder so eine Scheiße. Ja, wundert mich, dass Ruben das gerade sehr gut macht. Wir haben so ein bisschen durchgerusht. Jetzt hat er noch einen Pfeil am Bogen geschützt, wo sieht und... Oh! Aber sagen, nicht, dass du gleich alle anlockst. Du, da ist die KI nur wirklich dumm. Der eine schießt mit Bogen auf dich und den anderen kümmert das gar nicht. Der wundert sich nicht mal, was sein Kollege da macht. Was kostet denn die HTC Vive gerade, Rio? 7 Euro oder was, habe ich mal gehört? Zum Einstieg irgendwie. Geht da durch wie Bruder, scheißegal, aber verteidigt oder nicht, die Axt haut alles weg. Kriegen wir das. Ja. Oh, Brustpanzer! So, jetzt müssen wir eben gucken, genau. Ausrüstung. So. Brustpanzer. 34! Ja, aber hat auch irgendwie wahrscheinlich mit damit zu tun, dass wir dann langsamer sind, oder? Ja. Nö. Das überhaupt nichts, ne? Keine Ansprüche an die Ausdauer oder irgendwelche Eigenschaftsansprüche. Na gut, unser Ausrüstungsgewicht steigt auf 13,4. Aber das ist ja jetzt mal egal, ne? Ja, aber wir haben ja 29,5 Limit, das heißt locker.
Kannst ja dann mal gucken, ob das sich in der Bewegung denn bemerkbar macht. Nö, ne? Oder? Ich, ganz ehrlich. Du bildest sie wahrscheinlich ein. Ich bilde sie, ja, ich bilde es mir ein. Hättest du es nicht gesagt? Ja. Und du ziehst weniger ab. Oh! Oh. Du ziehst weniger ab, definitiv. Du hast gesehen, nur 198. Was du denn da hast. Jetzt miteinander packen. Die beiden. Okay, die schauen uns. Sieht das denn gut aus? Das ist aber auch echt gierig, ne? Also, wie kommt man noch damit durch, ey? Auf Dauer nochmal. 899! Euro? What the fuck, Alter? Da können wir eine Pro- und eine VR von kaufen. Und... Oh, hier ist noch ein Stück. Ah, okay. Einen hast du gleich. Ja. Pass auf. Ja, der Vogel nimmt ja lieber auf. Levelt lieber auf? Was sammelt auch lieber? So, Axt gegen Axt. Will ich Fabian spielen lassen? Keine Ahnung. Ich glaube, ich schlage nur ein zweites Mal, wenn sie dich treffen, kann das sein? Ich habe noch nicht erlebt, dass er nicht trifft und dann nochmal schlägt. So wie zum Thema KI. Jetzt. Jetzt auf. Sehr schön. Alter Schwede, ey. Ich krieg schon wieder Schweißausbrüche hier, ey. Am liebsten würde ich jetzt speichern oder so. Ja. Das geht nicht. Mit Sensoren und Motion Controller. Die waren wir auch noch nicht, ne? Sensoren. Achso. Das ist die, ja. Das gibt's ja Respawn. Die spanische Treppe. Ja, guck mal, da gibt's einen Respawn. Ja, wenn du betest oder stirbst halt, werden die respawn. Achso, stimmt, wir haben gebetet. Ja, stimmt. Ja. Ja, du hast nicht gebetet, ich bin gestorben. Hast du gebetet zwischen mir? Ja. Aber links in dem Raum da. Achso, okay. Hast du eigentlich für Snacks heute gesorgt? Was? Für Snacks gesorgt? Nein. Warum natürlich nicht? Boah, ey. Mach das mal heimisch, auch für die Zuschauer. Und Snacks? Oh, das. Ach, was sind denn Sensoren? Was für Sensoren braucht man denn bei HTC mal? Raumsensoren. Quatsch, ernsthaft? Ja. Musst du dir jetzt noch hier Raumsensoren nehmen? Das sind so Ständer, bin ich aber noch. Echt? Reinschieben. Und was brauchst du für den PC, wenn du HTC Vive? Deiner reicht wahrscheinlich nicht dafür, oder? Doch, der reicht dafür, ja. Um es auch flüssig zu spielen. Bitte? Um es auch flüssig zu spielen. Ja, ja, ja. Dafür ist die Grafik halt immer schlechter bei den Spielen, ne? Ja, schon. Das ja bei VR schon. Die Spiele sehen ja auch meistens völlig Banane aus. Da. Ausrüstung und so. Irgendwas haben wir gerade bekommen? Alles. Also alles neu. Haben wir auch einen neuen Glück bekommen? Oh ja. 19. 22. Glück plus 15. Ja, das brauchen wir. Ja. Gleich ausrüsten. 42. Aber dafür einen Durchbruchschuss. Zwei weniger. Oder für mehr Verteidigung. Ja. Lieber das, ne? Oh, ja. Oh, du hast einen geilen Helm, Alter. Jetzt sehen wir schon aus wie die Jungs selber. So, hier Ausrüstungsbilanz, Menschen, Durchbruchschutz. Mach wie du willst, mir egal. Verteidigung und Durchbruchschutz. Hier, das ist dann. Angriffsschaden mit bloßen Händen. Nee, der war das hier. So. Sehen wir aus wie der Ritter der Kokosnuss. Bitte? Jetzt sehen wir aus wie der Ritter der Kokosnuss. Ja, schon. Wird auch vor Honor jetzt sein, ne? Oh, Tatsache, ja, stimmt. So, Stiefel hast du noch, neue Gebiene, jawohl, ausrüsten für dich. Und eine Waffe, du musst also irgendwelche Waffen haben. Waffe auch? Ja. Ganz oben. Oh ja, da Tatsache. Geil. Oh. Stadtax, 92. Oh, Vertrautheit haben wir sogar auch schon jetzt halb voll. Vertrautheit. Stufe 4, dann nehmen wir die mal, oder? Ja, parieren weniger, aber dafür andere Verstärkungen und brechen mehr. Brechen. Aber was heißt denn Vertrautheit? Ich denke mal so, je mehr du diese nutzt, umso höher wird die Vertrautheit. Vielleicht dann steigt der Waffenskill wahrscheinlich. Nehmen wir die einfach mal, ne? Ja, genau. So. Empfohlene Systemanforderungen, bla 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 bla. Wenn du so raus bei Sachen, was PC betrifft. Warten wir, ja.
Okay. So. Ja, sieht nach einem guten PC aus, den du haben musst. Ich halt immer die Frage, wie langfristig ist so eine VR-Geschichte halt. Wie viel Spaß hast du damit? Wie viel kannst du dort spielen? Nach 3 Stunden wird dir wahrscheinlich spätestens schlecht. Oder das Spiel haut dich nicht so vom Hocker. Warst du eigentlich noch irgendwie lang laufen müssen? Nö. Oben wahrscheinlich lang, oder? Ist es einfach nur. War auch Ende. Achso, dann müssen wir wahrscheinlich da reinlaufen, oder? Er ist definitiv langsamer geworden. Ja? Ja. Durchs Fenster durch? Ja. Ja, aber. Rein oder die Turm hoch. Kommen wir hier denn rennen eigentlich? Ja, ja, X. Ah ja. Rückgasse. Ja. So, ist das nicht richtig gewesen da gerade? So, woher bekommt, also da in den Gang wieder rein? Oder da hoch? Da hoch? Da nicht. Wie machst du das? Ja, da musst du ja wieder kämpfen. Denk mal, da sind auch gleich die beiden Ritter wieder in den Lauf gegangen, ne? 231. Da haben wir jetzt weniger Schaden. Nein, die Ritter sind da, ne? Die sehen aber besiegen. Geh mal links runter jetzt, die Treppe, genau, weiter. Und jetzt links hoch. Dann machen wir da mal rein. Und da war, glaube ich, irgendwo eine Treppe. Ah ja, da ist es. Zu beten. Beten nehmen? Ja, würde ich sagen, oder? Ich glaube nicht, dass die Jungs da aktiviert sind. 5 dann mal. Keller erstmal, oder? Ja. So, pass auf, sag mal was. Alter, hab ich hier. Arsch. Was auch immer du willst. Nein, ja. Komm, zieh deinen Arsch. Solche Monster im Krieg einzusetzen. Das heißt, wahrscheinlich kommt dein Nahkampf. Und die letzte Seele da, oder die letzte Amrita, kommt bestimmt gleich. Aber auch ganz schön langsam in der Bewegung, ne, Alter? Ja. Achso, das war einer. Da links von dir jetzt ist einer. Da war Schrank einer, oder? Nur ein Schrank, ja. Oh, da ist auch einer. Hier, da. Ja, da. Da ein Bogenschütze. Ja. Der hat uns nicht viel entgegenzusetzen in seinem kleinen Penis. Wie viele Zuschauer haben wir denn überhaupt? 9 tolle Menschen. Weil der ist gekommen. Oh, 13 Medizin, das sieht gut aus, gebraucht. Wegen Ausdauer haben wir dadurch auch, habe ich das Gefühl. Und Todesstoß? Und Todesstoß. 3. Ausdauer. Wollen wir hier nach oben gehen? Ja. Schussangriff. Hier, siehst du es? Voll. Ja.
Achso, hier war der Bogenschütze, glaube ich. Tja, vor allem. Oh. Aber naja. Oh, hier ist eine Kiste. Genau, das ist ja das Hauptproblem der VR. Der Content halt, der jetzt nicht nachkommt. Sondern sowas wie Crytek, ja, die Crysis damals gemacht haben, die sind ja voll auf VR-Spiele gegangen und sind damit kopfüber gegangen, ne? Ja. Ja. PlayStation VR haben die Spiele. Auch HTC Vive, also, ne? Spiele für Virtual Reality. Ja, und sind die, was mit denen? Sind im Arsch oder was? Oh? Dann gibt's die nicht mehr. Die sind oder fast zollend, ja. Ja, echt? Ja, wo ist deutsches Unternehmen eigentlich? Ja, deutsches. So, der erste. So, der erste Boss. Ein Duell auf Augenhöhe, Axt gegen Axt. Und was habe ich eben noch gesagt? Angriffsmuster auschecken. Und oben geht er noch auf. Todesstoß. Nicht schlecht. Das war ein bisschen lahm, oder? Das war wirklich ein bisschen lahm. Ah, it's you. The man with the guardian spirit. Oh, Alter, hier frisst er wie du. Ey, keine Haare. If I die, the secret of the stones dies with me. Let me show you what these stones can do. Behold. It's time for your execution. Doch, dann kommt der Tube da noch was Schickes, oder? Kannst du ein paar Inspirationen jetzt holen? Oh, wie geht weiter, ne? Schau mal da an. Ich glaube, der ist noch nicht tot. So? Der erinnert mich auch an Resident Evil. Wow! Bündle deine Kräfte. Oh, Medizin. Wow! Ausdauer alle. Das ist aber nicht viel abgezogen, wenn man das so sagen darf, ne? Oh, alter Arme. Und Todesstoß. Was? Hat er ein Schwert in der Hand? Ja, mit diesem hier Dreieck. Oh, gut gemacht. Du weißt ja was. Mit Kreis und Dreieck. So. Ist das jetzt Edward Kenny? Da trifft keiner, aber wollte ich schon sagen, ne? In der Rüstung jetzt ins Wasser fallen, also auch im Overall. Finde ich gut, dass die Rüstung anbehalten wird, auch in den Cutscenes quasi, ne? Mhm. Eine Feder ist das, was ihm bleibt. Das ist wirklich ein bisschen kalt hier bei dir. Gute Besserung und auf Wiedersehen. Gute Besserung, tschüss. Ich schau mal, was auf mich zukommt. Link HW ist nochmal wer? Angelo. Sophia, der Beginn einer langen Reise. Ja. Der. Oh. Mhm. Okay.
Doch, doch, das nimmt noch auf, aber. Ja, doch. The journey was not an enjoyable one. During 2 years' voyage, the Hellhoff was lost. The Trow sank, while the Hope vanished without a trace. The good news of the Blider Boatshap was nothing but lies. Only Leifda remained. An ironic twist. For what awaited us in the Far East wasn't love. It was monsters and death. Jetzt geht das Spiel also erst los. Also habt ihr jetzt definitiv nichts gesehen? Also habt ihr wirklich nichts gesehen? Weil OBS hat alles angezeigt gerade. Wir spielen die dann nochmal theatermäßig nach, was da gezeigt wurde. Genau. Ja? Holen wir deine Brücke raus, deine grauhaarige Brücke. Ja. Können wir das auch mit Handpuppen machen? Bin ich das Schiff? Ja. Und du? Okay. Wir haben dann nur gesehen, dass wir von London scheinbar in den fernen Osten gereist sind, William. Und ich denke mal, diesen bösen Glatzkopf hinterher segeln. Auf der Suche nach unserem Schutzgeist. Was uns noch blieb, ist so eine kleine Kette. Ich denke mal mit so einem Amrita-Stein war das, glaube ich. Ja. Also wir haben auch so eine restliche Power wahrscheinlich. Du kannst, ne? Ja. Okay. Drücken. Oh, da steht es wahrscheinlich auch noch, oder? Ja. Lies mal, ich geh pinkeln. Mal erzählen, was es abgeht. Oh. Guck mal, irgendwelche Snacks, ne? Ja, wenn du was finden solltest, kannst du ja mal Jana kurz fragen. Und ich mache aus Tee. Jana, ja, genau. Oh, Fabian! Ja. Komm mal her! Ja, weil ich bin am Essen bei euch, muss ich mal sagen. Was ist? Wähle deine bevorzugte Waffe. Wir müssen jetzt. Was gibt's denn? Katana, Doppelkatana, Speer, Axt. Also hier Geschicklichkeit plus 1. Alter, ist das aus Kill Bill, oder? Nee, was war das? Typisch Ninja-Gaiden, ne? Ja, ja. Ich wäre spontan jetzt für Katana, aber entscheide du. Das heißt nicht, dass man das nur nehmen kann, oder? Entscheide du einfach, ist mir leid. Was habt ihr gegessen heute? Was hat denn Jana gegessen? Jana, weiß nicht, was sie gerade. Achso, die hat Hühnchen, glaube ich, gerade gemacht. Hier, zwei Schwerter, eins pro Hand. Doppelkatana. Aber Schwachheit, ne? Musst du halt mehr. Mach, ist mega, überrascht mich. Ich komme da wieder mal. Guck mal. Also ganz ehrlich, ich bin eindeutig für die Axt, oder? Definitiv die Axt. Katana ist jetzt ein Einhandschwert, vor allem. Wir bleiben einfach bei der Axt. Wir bleiben bei der Axt. Ja, gut. Ja, Herr Eden, du darfst jetzt auswählen, was für eine zweite Waffe wir nehmen. Kannst jetzt mal reinhauen. Also Axt und die zweite, mit der wirst du dann auch spielen müssen. Hau mal rein. Also wir haben Katana, das Doppelkatana, das Speer und die Kusarigama. The stage is yours. Katana.
Hast du genommen? Als erstes die Axt, zweite Katana. Die Axt? Memoiren berichten aus ihr. Also Ki ist unsere Ausdauer wahrscheinlich einfach nur, oder? Energie, ja. Machen wir mal weiter. Was müssen wir jetzt auswählen? Okay. 8 Millionen Göttern? Alter Schwede. So viele Zuschauer haben wir nicht ganz, ne? Einen wunderschönen guten Abend, liebe Jenny. Hallo! Und der Eden ist auch da. Der Eden ist auch da, genau. Der hat jetzt das Katana hat er sich gewünscht. Ach so. Katana. Mhm. Gute Wahl. Oh, hallo Jenny. Also, Attribut, Bonus, Stärke bis 1. Ein Wolf, Schutzgasse, okay. Schicksal. Okay. Mehr Angriffskraft? Nö, das ist schon mal dagegen. Ich bin für Kato. Definitiv. Für Kato. Ja? Ja. Ja, okay. Gatzo. Ja, hier können wir jetzt nochmal korrigieren, aber wir belassen uns bei Axt und Katana, ne? Mhm. Und Schutzgeist Kato. Wir machen jetzt einfach Ausdauer, Herz und Stärke. Das passt eigentlich ganz gut zusammen, ne? Mhm. Sollen wir schon beginnen? Das ist wahrscheinlich das von eben gerade. Weißt du? Passt das so? Jo. Ja, dann isst du mal eben auf. Hab ich gerade. Achso? Okay. Du holst den Tee. Holst jetzt den Tee? Dann, ja. Dann spielst du jetzt mal gleich hier. Nee, das ist immer schön. Ich hab doch gerade die ganze Zeit. Ja und? Gut. So. Oha, ist schon mal coole Kulisse. Mag den Umhang. Ich auch gerne. Ach, schön. Schön die Vögel zwitschern. Das haben wir doch angelegt jetzt. Auf Unterbindung, aber weiß man nicht, ne? Nee. Wie geht das jetzt nochmal?
Hat er. Klingt, als würde er mit einem Bambusstock irgendwo gegenschlagen.